Sind Flugtaxis das nächste große Ding? Klingt vielleicht abwegig für den einen oder anderen, aber es fließen da gerade Milliarden rein und es gibt auch viele, die da gerade einen riesigen großen Markt entstehen sehen. Und aus diesem neuen Sektor stelle ich heute ein paar Aktien vor, die sehr unterschiedlich sind. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich muss mich entschuldigen für Pannen beim letzten Video, das Video zu Silber. Es sind Charts, die ich zeigen wollte, nicht angezeigt worden erstmal und darum war es eben auch so, dass das nochmal neu gemacht werden musste und neu hochgeladen werden musste. Und die erste Version war damit weg, inklusive ihrer Kommentare auch, was natürlich ärgerlich ist, weil sie schreiben die Kommentare ja auch nicht zum Spaß. Ein einziger Kommentar ist erhalten geblieben noch für die Nachwelt von Christopher Simon. Er schreibt, deine Goldcharts, die du zeigen möchtest, werden nicht eingeblendet. Und für diesen Kommentar jetzt mal ein ganz besonders herzliches Dankeschön, weil ohne den Kommentar hätte ich es gar nicht gemerkt oder hätte es erst viel zu spät gemerkt. Abgesehen davon, der Silberbeitrag, das war auch mein 200. Video hier auf YouTube. Und was hätte ich das ausschlachten können? Ein Meilenstein, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal, was ich für Sie geleistet habe und was ich hier für Sie leiste. Und abonnieren Sie auch unbedingt meinen Kanal, dabei auch auf die Glocke drücken für die Benachrichtigung, damit Sie wenigstens bei den nächsten 200 Videos immer aktuell dabei sind. Aber auch das habe ich verpennt. Und ich bin sowieso nicht mehr derselbe seit der Boosterimpfung. Und seitdem ist es ja auch so, dass wenn meine Lebensgefährtin bei der Fernsehfernbedienung auf die 4 drückt, dass ich da jedes Mal automatisch auf den Balkon gehe. Jedes Mal, ich weiß nicht warum. Die macht sich auch schon einen Spaß draus. Aber okay, anderes Thema. Heute geht es um ein hippes Zukunftsthema hier. Wir können ja jetzt auch nicht immer nur so antiquierte Sachen machen wie Gold und Silber. Heute geht es mal um Flugtaxis. Flugtaxis, Lufttaxis, elektrische, senkrecht startende, unidentifizierbare Flugobjekte, in denen wir uns erheben werden eines Tages über Staus und über Chaos und über Baustellen hinweg und das am besten massenhaft und am besten schon in einigen Jahren. Neues Mobilitätskonzept und man höre und staune, es wird da richtig viel entwickelt auch. Man hat natürlich jetzt erstmal die großen Metropolen im Auge, also sowas wie Shanghai, Manila, New York, São Paulo, wo dann eben auch der Leidensdruck hoch ist, wenn man da mal durch die Stadt durch muss. Es geht also erstmal nicht um den Schwarzwald, es geht auch nicht um Leute, die irgendwo schnell mal einen Kartoffelsalat vorbeibringen wollen, sondern es geht um zahlungskräftige Kundschaft, Leute, die schnell mal zum Flughafen müssen oder sowas, die vielleicht dafür auch sowas in Anspruch nehmen würden heute wie einen Limousinenservice. Das ist erstmal die Zielgruppe für das Ganze, aber diese Leute gibt es ja auch. Und es gibt eine viel zitierte Studie von der Unternehmensberatung Horvath. Demnach könnte es schon in 6 Jahren soweit sein, dass wir erste Flugtaxis haben, eben vor allem in den Großstädten. Es gibt in 50 Städten schon Pilotprojekte entsprechend und die Nachfrage, die soll 2035 dann so bei 10 Millionen Flugstunden liegen und dafür brauche man dann weltweit schon 23.000 Flugtaxis. Immerhin. Und 2050, da hätten wir dann sogar eine Nachfrage von 3 Milliarden Flugstunden. Oder eine Studie von Roland Berger, da ist die Rede von 160.000 Flugtaxis und einem Branchenumsatz von 90 Milliarden Dollar. Allerdings auch erst im Jahr 2050. Bis dahin ist noch eine Weile hin. Und da kann man nur hoffen, dass die Aktien von den börsennotierten Flugtaxienbauern vielleicht auch schon vorher ein bisschen steigen. Ist das Ganze ein Hype? Ein bisschen sieht es so aus. Das ist die Kursentwicklung von Lilium, ein deutscher Entwickler, aber eingebracht in eine niederländische Holding und börsennotiert an der Nasdaq. Der Chart hier ist auch von der Nasdaq, der ist von deren Webseite.
Das Listing, das hat man wiederum gemacht über ein schon vorher börsennotiertes Investment-Vehikel, einen sogenannten SPAC. Das erklärt auch die komische Kursentwicklung bis Ende August, weil da war in diesem SPAC ja noch gar nichts drin. Dann im September ist Lilium eingebracht worden. Und das war damals schon ein bisschen enttäuschend, das Ganze. Und dann gab es erstmal nochmal einen leichten Kursanstieg bis auf knapp 11 Dollar. Und dann hat es aber auch schon wieder gebröckelt und die Aktie hat sich ja auch zwischenzeitlich fast halbiert, bis sie dann jetzt endlich wieder ein bisschen gestiegen ist auch wieder. Das mit den SPACs, das ist auch ein Hype, wird auch immer kritischer gesehen, weil es da meistens ja schon im Vorfeld auch ganz wilde Spekulationen gibt, was da jetzt wohl eingebracht werden könnte. Und die Leute verdienen damit jetzt schon also auch ordentlich Geld. Und es ist also oft Zockerei. Und auch in diesem Fall sind die, die vor der Eingliederung gekauft haben, die sind deutlich im Minus. Und aber auch die, die danach gekauft haben, natürlich, sind auch meistens im Minus. Und daran sieht man es auch mal wieder, wenn irgendwas ganz furchtbar gehypt wird und wenn irgendwas das ganz tolle nächste große Zukunftsthema ist, dann ist es manchmal besser, wenn man trotzdem abwartet und das vielleicht auch erstmal gar nicht so beachtet. Dabei ist das Ganze schon flankiert worden, zum Beispiel auch von relativ hohen Analystenkurszielen. Oppenheimer, die haben die Aktie gesehen bei 24 Dollar. Gestern war sie ungefähr bei 8,40 Dollar und das wäre vom momentanen Niveau aus also fast eine Verdreifachung. Piper Sandler, die sehen sie auch bei 17 Dollar, wäre also auch nochmal eine Verdopplung. Und Lilium hat schon auch was vorzuweisen. Einer der größten Aktionäre ist Tencent, der chinesische Internetkonzern, mit fast 30% der Anteile. Dann die LGT ist investiert, Baillie Gifford ist investiert, Frank Thelen ist investiert. Na gut, okay. Aber sie haben immerhin schon 400 Millionen Dollar eingesammelt vor dem Börsengang. Es hat also schon den einen oder anderen überzeugen können, das Ganze. Und sie haben auch Vorreservierungen für 220 Flugtaxis von der brasilianischen Fluggesellschaft Azul mit einem Volumen von über 1 Milliarde Euro. Und der Flughafenbetreiber Ferrovial, der will jetzt mit denen ein Netz in Florida auch aufbauen, mit erstmal 10 Stützpunkten. Und das sind natürlich schon gute Partner auch. So sieht das Ganze dann aus. Sehr schick, Siebensitzer, komfortabel, voll elektrisch, anscheinend auch relativ leise, startet und landet senkrecht, aber trotzdem geht das Ganze schon fast in Richtung Flugzeug. Das ist auch die Strategie, damit will man sich, denke ich, unterscheiden hier, auch was jetzt zum Beispiel die Reichweite betrifft mit 250 Kilometern. Und einer Spitzengeschwindigkeit von 280 Stundenkilometern. Das ist hier also keine Seifenkiste oder sowas, was man vielleicht vermuten würde in dem Bereich. Und der Börsenwert, der liegt jetzt bei 2,4 Milliarden Dollar. Und wenn das jetzt eins von den Konzepten ist, das sich am Ende durchsetzt, dann wäre dieser Börsenwert auch nicht mehr so wahnsinnig hoch. Aber, und da darf man sich eben auch nichts vormachen, es ist unklar, ob es sich durchsetzt, es ist unklar, wann es sich durchsetzt. Lilium wird noch jahrelang Verluste machen. Sie sagen so zwar, sie wollen die Gewinnzone erreichen bis 2025. Das muss man dann natürlich auch beobachten. Aber erstmal mit Sicherheit Verluste und auch mit einem mit Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit Kapitalbedarf, eine Kapitalerhöhung früher oder später. Mit anderen Worten, interessant, aber schon spekulativ. Und es geht ja noch viel härter. Yiheng aus China, auch an der Nasdaq notiert, mit einem absolut dramatischen Börsenverlauf. Erstmal vor sich hingedümpelt 2020, dann haben die Anleger gemerkt, oha, Flugtaxis. Und ein paar Monate später haben sie aber auch gemerkt, oha, chinesische Flugtaxis. Und dadurch ist die Aktie erst hochgeschossen auf über 120 Dollar und anschließend wieder eingebrochen auf jetzt ungefähr 15 Dollar. Ein Absturz in der Spitze um fast 90%. Und das Ganze ist dann auch noch begleitet worden von einem Shortseller-Bericht, in dem es dann mehr oder weniger auch geheißen hat, alles erstunken und erlogen, was die so präsentieren.
Und ob da jetzt so viel dran ist, was diese Shortseller da gesagt haben, ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich auch immer leicht, sowas zu sagen im Moment bei China-Aktien in den USA. Das passt wunderbar in die Landschaft. Es lässt sich dann immer schwer nachprüfen und das Ganze hat seinen Zweck natürlich auch erfüllt. Die letzte Wahrheit kenne ich da auch nicht, aber die Zahlen, die Yiheng veröffentlicht, die sind sowieso schon nicht besonders toll. Und wenn die jetzt auch noch gelogen wären oder frisiert, dann wird es um den Laden wirklich ziemlich schlecht stehen. Die Story an sich ist ziemlich interessant. Im Prinzip, das ist das Vorzeigeprojekt der Yiheng 216. Damit machen sie Testflüge in 11 Ländern. Die Zertifizierung in China läuft auch. Hier könnte man sagen, das ist jetzt vielleicht schon eher so eine fliegende Seifenkiste. Aber bei Yiheng, da geht es auch nicht um Luxus. Und auch die sind sehr, sehr technikorientiert. Sie hauen auch einen Prototypen nach dem anderen raus. Es geht um Personentransport, aber nicht nur. Es geht auch um so Dinge wie Fracht, Verkehrsüberwachung und solche Sachen. Es sind zum Teil schon auch noch eher große Drohnen. Aber vor allem der hier, der fliegende Feuerlöscher mit 150 Liter Löschschaum und 6 Spritzdüsen, allein der müsste eigentlich schon ein großes Marktpotenzial haben, wenn er mal auf den Markt kommt und wenn er auch mal verkauft werden darf. Und das eigentlich Interessante an Yiheng ist aber, dass es da jetzt nicht einfach um Drohnen geht und um Flugtaxis, sondern es geht um autonome Flugtaxis. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und dafür muss man aber viel investieren. Da braucht man auch eine unglaubliche Infrastruktur drumherum. Und darum macht Yiheng eben auch seit Jahren Verluste, im dritten Quartal wieder mehr als 15 Millionen Dollar. Umsatz ist kaum vorhanden momentan und so richtig die Erfolgsmeldungen und die Durchbrüche jetzt bei den Genehmigungsverfahren, die gab es in letzter Zeit eben auch nicht. Es zieht sich also schon ganz schön hin, das Ganze. Der Börsenwert ist jetzt noch bei 870 Millionen Dollar. Ist überhaupt nicht mehr der Rede wert, wenn Yiheng das schafft, was sie sich vorgenommen haben. Aber wenn sie es nicht schaffen, ist natürlich auch das noch viel zu viel. Und damit habe ich Ihnen die Aktie jetzt auch vorgestellt. Sie ist spekulativ und ich weiß ja nicht, was ich noch sagen soll zu Aktien, die nun mal eben auch spekulativ sind. Ich habe schon elend lange Vorträge gehalten hier, dass eben jeder Anleger auch selber wissen muss, was er tut, was er sich leisten kann an Risiko und ob er jetzt auch Stops setzt oder nicht und so weiter. Viele Anleger interessieren sich für solche Aktien und man kann sie ja auch erstmal nur auf die Watchlist tun, aber ich sage es nochmal. Auch diese spekulative Aktie ist eine spekulative Aktie, bevor hier dann wieder das Geflenne losgeht, wenn es dann doch nicht so läuft, wie man sich das erhofft hat. Wir sind eben in einem Sektor, der ist für viele das nächste große heiße Ding. Er wird gehypt. In ein paar Jahren wird er wahrscheinlich noch viel stärker gehypt als jetzt. Das heißt aber eben auch höheres Risiko. Wir wissen nicht, wie sich das regulatorisch entwickelt in verschiedenen Ländern. In China geht es möglicherweise schneller als in anderen Ländern. Wir wissen nicht, ob es diese neuen spezialisierten Anbieter auch sein werden, die sich durchsetzen am Ende, oder ob dann vielleicht doch auch die großen Flugzeugbauer kommen und die Autobauer, die das Ganze jetzt auch langsam entdecken für sich. Die Konkurrenz wird wahrscheinlich hart. Es gibt jetzt schon über 100 Flugtaxi-Projekte. Keiner verdient natürlich Geld auf absehbare Zeit. Und trotzdem, eine Aktie hätte ich da noch, wo ich sagen würde, das ist in der momentanen Konstellation wirklich interessant. In Brasilien gibt es Embraer, der drittgrößte Flugzeugbauer der Welt. Ist allerdings ein schwieriges Geschäft gewesen. Die Konkurrenz mit Boeing und mit Airbus, die war sehr hart und Corona hat es jetzt auch nicht einfacher gemacht die letzten Jahre. Im zweiten Quartal, da haben sie jetzt wenigstens endlich wieder einen Gewinn gemacht, den ersten seit 2018. Embraer hat eine Flugtaxitochter, die heißt Eve. Die hat jetzt schon einen Auftragsbestand von 5 Milliarden Dollar. Kommt jetzt auch an die Nasdaq, auch über einen SPAC, der heißt Sanit Acquisition. Davon kann man jetzt auch Aktien kaufen, natürlich, wenn man will. Aber viel spannender finde ich da doch Embraer selbst. Eve geht also in diesen SPAC mit einer Bewertung von 2,9 Milliarden Dollar.
Embraer behält 82% der Anteile, das sind 2,38 Milliarden Dollar rein rechnerisch. Der Börsenwert von Embraer insgesamt ist aber nur bei 3 Milliarden Dollar. Das heißt, bei dem Verhältnis kostet das übrige Geschäft, das komplette Kerngeschäft, nur noch 600 Millionen Dollar. 2018 wollte Boeing 4,2 Milliarden Dollar zahlen für 80% der Verkehrsflugzeugsparte von Embraer. Wurde in der Pandemie wieder abgeblasen, das Ganze. Aber 4,2 Milliarden für 80% der Verkehrsflugzeuge ohne die Militärflugzeuge und ohne das Servicegeschäft. Und heute kriegen sie das alles aber zusammen für nur 600 Millionen Dollar. Ist auch nicht ohne Risiken, das Ganze. Also wir werden jetzt erleben, dass die Embraer-Aktie wahrscheinlich eng abhängt von der Aktienkursentwicklung von dieser Flugtaxi-Tochter. Dann haben wir in Brasilien nächstes Jahr Wahlen, das auch nicht ohne. Dann ist der Real aus Brasilien zurzeit schwach, zu Unrecht, wie ich finde. Aber trotzdem, ich finde die Sache interessant. Und wenn ich investieren würde im Moment in das Flugtaxi-Thema, dann würde ich das indirekt machen zurzeit über Embraer. Aber wenn Sie lieber am Boden bleiben, dann habe ich vielleicht auch was für Sie, nämlich unseren neuen nächsten Zukunftsmärkte-Report. Diesmal zu chinesischen Autoaktien, zum Autosektor, da China ist der größte Automarkt der Welt. Aber der Sektor hat dieses Jahr gelitten unter der Halbleiterknappheit und auch unter dem schwachen Aktienmarkt in China allgemein. Aber es passieren eben auch sehr interessante Sachen da, gerade auch im Elektroautobereich. Und die Reports von uns, die sind immer gratis. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, tragen Sie sich ein dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Nächste Woche chinesische Autoaktien. Und ich habe noch eine Ankündigung für Sie. Weihnachten steht vor der Tür. Das heißt, am Montag gibt es von mir kein Video, aber dafür kommt dann am Donnerstag mein Ausblick auf das Börsenjahr 2022. Der Ausblick ist immer eine Herausforderung natürlich, aber ich wage mich auch diesmal wieder ran. Und für Sie ist das ja optimal, weil die Feiertage sind dann vorbei, aber man hat vielleicht eben trotzdem noch Zeit und Muße und ist ein bisschen entspannt. Und wenn dann jemand ins Zimmer kommt und rummäkelt, was machst du denn da? Meine Mutter ist seit 2 Stunden da zu Kaffee und Kuchen, dann können Sie zurückmosern. Ich kümmere mich um unsere Finanzen. Verdammt nochmal. Und das tun sie dann ja auch. Aber so oder so, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall frohe Weihnachten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das Weihnachtsfest so verbringen können, wie Sie es gerne möchten. Vergessen Sie die Börsen auch mal ein paar Tage und tun Sie das, was eine Zuschauerin hier schon vor einiger Zeit angeregt hat. Investieren Sie die nächsten Tage einfach mal nur in Hüftgold. Das sind die Dinge, die lange bleiben. So, und ich muss jetzt auf den Balkon. Alles Gute Ihnen. Danke fürs Zuschauen.